Nachdem er von dem Verlust von Verm gehört hat, hat er sich mit seinen Beratern zurückgezogen, unter anderem Fex oder Rondra Geweihte, und danach ist er aufgebrochen, so schnell wie er konnte. Vorher hat wusste er nichts von dem Aufmarsch der untoten Horden. Wie auch. Nun, er hat Speer sicherlich in Gareth oder auch in Weheim. Was glaubt ihr denn, wer Answin ist? Ein meisterlicher Spion, so wie Nemrod? Nun, er hat sicherlich noch bestimmte Verbindungen in der Eishauptstadt. Ihr offenbart einfach, wie viel wen oder wie wenig Ahnung ihr habt. Ich fühle, dass ihr alle sehr angespannt seid. Da hat Jetzt der ist er Elf doch hier. recht. Ob er es in der Vergangenheit früh oder nicht früh genug geschafft hat, ist doch jetzt nicht mehr von Belang. Ich würde auch sagen. Vielleicht ist es auch besser so, dass er es nicht geschafft hat, sonst wäre er jetzt genau wie alle anderen, die in Weheim waren, auch tot. Und wenn ich weiter Ist Ablehnung nicht. spüre, Spurgelsen, dann könnt ihr auch vorbeiziehen. Niemand zwingt euch, mit dem Fürsten, mit dem Grafen, mit dem Baron zu sprechen. Schließlich ist er doch für dasselbe Ziel hier wie wir, nicht doch, Isarun? Auch er will den Sagt Drachen das. vertreiben. Alles, was er tun will, ist sein Land Zapathien retten, wenn es andere nicht können. Ema ist tot, Nun. Rohaya ist tot, Delindian ist schwach, Hippolyta verbannt. Will nichts sagen, aber wenn wir uns jetzt mit dem Mann treffen, dann sehe ich uns doch schon wieder das gleiche Gespräch mit dieser komischen Erdreichsverweserin führen, das wir schon mal hatten, wo sie dann sagt, aber ihr habt euch mit dem Feind getroffen, oder nicht? Ja, natürlich. Können wir das lassen? Ich treffe mich nicht so gern mit der Frau. Aber davor haben wir Rondrigan befreit. Also. Nun, das Gute ist, wir können nicht zweimal zum Reichsverräter erklärt werden. Das ist richtig. Das ist ein Punkt, den würde ich wohl unterschreiben. Das sagt Bitte, ihr bitte. mir? Wisst ihr, wie oft ich zu Reichsverrätern erklärt wurde? Ohne Ich Grund. glaube, das ist kein Wettbewerb hier. Das ist kein Ohne Wettbewerb. Grund? Nun, wir wollen uns doch jetzt nicht streiten. Also, wie sieht es denn aus im Hauptlager von eurer Streitmacht? Habt ihr da zufällig ein gutes Fass Bier? Nicht nur Bier. Könnt ihr jetzt an Bier denken? Naja, ich habe etwas Durst und es wäre doch sicherlich schöner, wenn man gesellig beieinander sitzt, so im Sinne Tavias und einmal ohne Verrat und ohne böse Hintergedanken über die Situation spricht. Ihr wollt von diesem Mann Bier annehmen. Wisst ihr nicht, was für ein Verbrechen er angeklagt wurde? Nein. Für einen Giftanschlag. Tja, aber ich bin ein Zwerg. Wurdet ihr nicht auch angeklagt? Des Reichsverrates? Das war eine sehr informelle Sache. Zweitens, woher wisst ihr davon? Ihr habt das doch eben gerade gesagt. Also wirklich, Isarun. Nun, und ich gehe davon aus, dass so rechtschaffen wie ihr seid, dass ihr diesen Reichsverrat nicht begangen habt. Vielleicht solltet ihr euch wirklich einmal die Geschichte von Answin selbst anhören. Denn auf mich wirkte sie sehr überzeugend. Auf die Fex-Geweihten ebenso. Nichts sagen, aber es hat euch auch jemand aus dem Gefängnis befreit. Ist jetzt nicht so schwer, euch dann zu überzeugen, oder nicht? Es schadet sicherlich nicht, mit ihm zu reden. Ich denke schon, aber es ist trotzdem das Richtige. Wir werden mit ihm sprechen. Wenn aber irgendjemand am Ende auf mich zukommt und dieses Gespräch mit mir führt, warum habt ihr euch mit ihm getroffen? Dann könnt ihr euch aber sicher sein, dass ich sage, wir haben das entschieden. Wir sollten in Zukunft wahrscheinlich einfach Einladungen von Alara ignorieren. Finde ich auch gut. Sie tritt einmal von dem Tisch, vor dem sie stand, weg und greift in eine große Truhe, holt da eine große Zarflagge hervor. Es gibt auch noch andere weitere Flaggen, die darin liegen, aber dann ist die Kiste wieder zu und dann reicht sie Karinor die Flagge. Spurgelson und Morenes, ihr werdet einen Eid auf diese Flagge ablegen, dass ihr ihn nicht angreift. Sonst lasse ich euch nicht zu ihm. Ich schwöre bei Preios und seinen Geschwistern, dass ich ihn bei dem Besuch des Heerlagers nicht angreifen werde. Ich spüre bei Hesinde und Nandos, dass ich weder ihn noch sonst jemand im Lager angreife, solange mir kein Leid geschieht. Soll mir reichen. Ihr habt das gehört, Ihre Gnaden. Aber ich. Gut, auf eine Zarflagge. Ihr werdet fortan als Frevler herumlaufen, solltet ihr gegen diesen Eid verstoßen haben. Aber
Was weiß ich schon. Damit legt sie die Zarflagge auf den Tisch und geht dann aus dem Herzett. Wollt ihr ihr folgen? Ich würde mal auf den Tisch gucken. Ja. Wahrscheinlich wird sie ja irgendwelche Dokumente oder so da drauf haben. Kartenmaterial, vor allem von der näheren Umgebung und auch von Wehrheim, so aktuell wie irgend möglich. Also, oh ja, das möchte ich machen. Das schaue ich mir ganz genau an, dass wir für den Fall, dass wir nach Wehrheim müssen, dann schon mal zumindest ein bisschen im Bilde sind. Ja, die Stadt hat sich verändert. Ihr könnt wohl erkennen, dass es Hinweise darauf gibt, Zar, Effat und Raya-Tempel sind verschwunden, Praios-Tempel ist eingestürzt, Ingrim-Tempel ist verflucht, es soll dort auch mehrere, viele Geister geben, so zumindest die Anmerkungen, die an den Karten dran geschrieben sind, verschiedene Bereiche, die darauf abgebildet sind und die dann ja wohl ja so aktuell sind, einfach wie möglich. Andere Tempel? Lass mich gerade nochmal die Beschreibung aus dem Schild des Reiches lesen. Der ehemalige Praios-Tempel ist in zwei Hälften gespalten und wird besonders nachts immer wieder von verhüllten Gestalten aufgesucht, die in den Trümmern stöbern. Der Ingrim-Tempel von den anti-elementaren Kräften des Magnum Opus getroffen. Das Gebäude ist in mehrere Spalten regelrecht von der übrigen Stadt abgeschnitten und nachts gibt es unheimliches Hämmern aus den Ruinen des Gebäudes. Wie gesagt, die anderen drei Tempel sind komplett zerstört. Da wart ihr noch dabei, als Rassasor sich dort niedergelassen hat. Die Travia-Geweihten, die in der Stadt waren, sind tot. Und es gibt da wohl einige Anmerkungen auf der Karte. Also ist tatsächlich alles viel auf diese Karte draufgeschrieben, mit Pfeilen und Strichen. Die Geister von Mutter Walburg und Vater Linnert laufen da wohl immer noch rum und versuchen ihren göttlichen Auftrag zu erfüllen, was ihnen wohl nicht ganz so gelungen ist. Es gibt viele verschiedene Bestrebungen, einen Tagunitor-Tempel in der Mitte der Stadt aufzubauen und aktuell residiert wohl Mirona als Heerführerin gemeinsam mit Rassasor im Osten der Stadt. Dort gibt es allerdings wenig Informationen, weil ja, die Fex-Geweihten können auch da nicht vordringen. Also gut, ich denke, wir sollten es nicht zu lange hinauszögern. Es einfach hinter uns bringen. Falls wir nach Wehrheim kommen, müssen wir unbedingt nach dem Ingrim-Tempel schauen. Wir wollen nicht nach Wehrheim kommen. Erstmal nicht. Nein, aber falls. Nein, wir wollen es nicht. Auch nicht falls. Bei Zeiten. Folgen wir erstmal Lutisana. Ja. Genau, treffen uns mal mit dem Ramon. Der hat bestimmt tolle Sachen zu erzählen. Sagt mal, Abelmir, kennt ihr euch persönlich? Nein. Wir hatten sie bloß im Zuge diverser Unternehmungen kennengelernt. Ihr wart doch dabei. Diverser Unternehmungen. Jolgomak, erinnert ihr euch? Bei der Rückführung war ich dabei, sicherlich. Ich meine nur, weil sie euch so angesprochen hat und ihr sie beim Vornamen nennt. Nein. Ich kenne sie sonst nicht weiter. Behauptet er. Nun gut, wenn ihr das so sagt. Glaubt ihr mich nicht? Aber mir habt echt komische Freunde, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr habt wirklich komische Freunde. War sie es nicht, die euch dann allen dort das Leben gerettet hatte? Nun ja, sicherlich, sie rettet uns das Leben, aber sie rettet auch Yalan das Leben und ihr wollt doch nicht unterstellen, dass Yalan ein Reichsverräter ist. Oder mir. Gewiss. Natürlich wollen wir das nicht. Zumindest von dir, was vom Reich. Ihr seid leise. Schwarzmagier und ein schlechter Elementarbeschwörer, aber kein Reichsverräter. Ich bin weder ein Schwarzmagier noch ein Reichsverräter. Lass mir das. Genau, verstehen. Die Schwarze Gilde hat ihn noch gar nicht aufgenommen. Da muss sie erst noch anfragen. Dass man den Elementarmagier dann nicht abgestimmt. Liebe Leute, wir haben, denke ich, besser zu tun, als hier über meinen Status zu diskutieren. Ja, ihr könnt sehen, wie das Zelt wieder geöffnet wird. Jeroban von Liliengrund steht da mit seiner Speerspitze. Schaut euch an, so raus jetzt hier. Gewiss. Nach euch, mein Liebster. Mir. Was ist los mit euch? Lass mich doch mal vorbei, Isarune hat mit mir gesprochen. Ach so, ja, bitte. Ich schaue
Was kommst du da her? Kopfschüttelnd. Ihr könnt wieder nach draußen treten. Vor euch steht immer noch wartend Plutisana von Perikum und dann schnellt auch das Zelt wieder zu, wenn Jeroban dann euch allesamt rausgeleitet hat. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von ungefähr 5-6 Speeren könnt ihr dann durch den Wald marschieren. Es wird einige Zeit dauern. Ihr seid tatsächlich grob, lasst es nochmal 5 Meilen sein, die ihr unterwegs seid, die ihr dann ja mehr oder weniger schweigend entlang gehen könnt. Dauert also doch eine ganze Zeit und immer mal wieder versprenkelt Heerlager, Zelte, Flaggen, Banner und Markierungen, die hier wohl gemacht worden sind. Einige Gräben, die hier auch mitten in den Wald gebuddelt worden sind, sodass man dann, wenn es zu einem Infanterieangriff der Untoten kommt, dass man die dann hier auch abwehren kann. Schaufeln, die hier geschwungen werden. Die Laune ist wohl nicht angespannt, sie ist der Lage angemessen, aber positiv. Die Moral ist hoch und nach 5 Meilen könnt ihr dann an den Waldrand kommen. Wollt ihr euch unterdessen unterhalten? Ja, ich möchte mich gern mit dem Offizier von Liliengrund unterhalten. Und zwar über die Vorkehrungen, die sie hier getroffen haben und ob hier öfter Angriffe stattfinden von Untoten oder was auch immer. Nun, Untote gibt es in den Wäldern zuhauf. Vor allem dann im Dapatischen Reich auf der anderen Seite von Gernard und Dergel. Aber wir haben hier allesamt ausgehoben. Normalerweise vergraben sie sich in der Erde, aber nachdem wir diese Globule zurückgedrängt haben mit Hilfe unserer Geweihten, ist dies wohl nicht mehr der Fall und sie können nur noch in der Nacht kommen. Das haben wir auch bemerkt, dass hier eine seltsame Globule herrscht. Habt ihr Magier in euren Reihen? Wir haben nicht nur Magier, vor allem haben wir auch Geweihte. Von diesem Amirian von Fasar halte ich überhaupt nichts. Wer ist das? Der Legionsmagier, so sag ich einfach mal. Ein Fasarer. Nun, was Marbo Heberle sich dabei gedacht hat, möchte ich nicht hinterfragen, aber er ist bereits seit 20 Jahren in unseren Reihen und ein Idiot unter uns. Also, die Magier, die wenigen Magier, die wir beide mit uns führen, kann man wohl vergessen. Auch in Lovang haben wir wenig angeworben, weil, naja, Lovang. Aber das sind auch nur Schwarzmagier, die irgendwas mit Geistesbeherrschung machen. Ja, immer. Und die Verformungsmagier natürlich. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, dass Amirion einmal in Lovang war und danach wahnsinnig wurde. Seitdem ist er noch beschränkter als vorher. Angst vor Spinnen und sowas. Du liebe Güte, was für ein zusammengewürfelter Haufen. Wie viele Geweihte habt ihr denn, dass ihr hier schon so eine Reinigungsaktion durchführen konntet? 10 Stück. Das ist ja nicht wenig. Rondra-Geweihte fehlen uns allerdings. Das liegt vor allem daran, dass sich Lutisana uns angeschlossen hat. Die hegen ja leider einen sehr großen Groll gegen sie. Nicht unberechtigt, wie ihr zugeben müsst. Boah, darüber möchte ich mich nicht äußern. Ich bin nicht genug darüber aufgeklärt, was damals passiert, aber Mabo hat zumindest kein Problem mit ihr als Chorgeweihter. Fex-Geweihte habt ihr auf jeden Fall dabei, das habe ich herausgehört. Welche Gottheiten haben sich denn noch euch angeschlossen? Die Zargeweihten haben wir in Friedland gelassen. Die passen da auf die Orks und die Echsen auf. Zwinkert ihr zu. Du bist dir nicht ganz sicher, ob er lügt oder ob du seinen Witz nicht verstanden hast. Kannst du ja mal eine Menschenkenntnisprobe machen. Könnt ihr anderen natürlich auch machen, wenn ihr dann nebenbei so ein bisschen zuhört. Ah, erschwert um 7? Nee, sogar um 15. Ach, um 15? Sag ich dir nicht. Ich will's aber wissen. Also, Carino hat's gepackt. Carino hat's gepackt. Ich hab's auch gepackt. 15 Erschwernis. Ah, krass. Slung, 20 Sternchen. Also warte, für mich dann nochmal die 7 oben drauf? Ja, weil er ein Mensch ist. Ja. Also bin ich bei minus 27. Menschen. Seltsame Wesen. Was waren Menschen nochmal? Damit da sind doch die Runden der Zahlgeweihten gegen die Orks vor. Also vor allem Fex. Die meisten von ihnen reisen mittlerweile auch offen, weil es einfach keinen Sinn macht, sich jetzt noch zu verbergen oder irgendwas den
den Leuten aus der Tasche zu ziehen. Na gut, die haben ja auch nichts. Diese Welt wird irgendwie immer verrückter. Mauro Heberle, wie gesagt, das Korgeweihter, der dann. Er hat sich über die Gernot geschlagen und versucht dort einen Durchbruch in Richtung der Wälder, in Richtung Rabenmund. Wir sind also nicht vollständig. Das bedeutet, ihr könnt im Moment nicht zur Burg gelangen. Nun, wie gesagt, viele Untote verhindern in den Wäldern verschanzt, dass Reisen in Dapazien uneingeschränkt möglich ist. Aber wir kriegen das hin. Nun, ich frage mich nur, wie es denn eure Hauptfrau hierhin geschafft hat. Sie kam ja von dort. Genau, mit einem Durchbruch, gemeinsam mit Leoma. Aber diese Schleisen, die sie sich dann schlagen, sind immer nur für kurze Zeiträume. Verstehe. Gut, und ich nehme mal an, Leoma vom Berg wird im Hauptlager auf uns warten? Korrekt. So zumindest bin ich informiert. Gut, wir werden sehen. Weitere Gespräche, die ihr entweder mit Lutisana führen wollt oder mit Jeroban oder den Speern. Oder mit euch selbst. Könnt ihr alle nicht. Warum mögt ihr diese Frau nicht, diese Frau? Nun, weil sie eine Reichsverräterin ist und unter dem Sphärenschänder gekämpft hat. Das ist tatsächlich ein Grund. Und auch sprecht ihr immer gleichzeitig mit ihr. Ja. Mit den Menschen. Mit den Menschen in dem Hauwindstein wolltet ihr nicht sprechen, was hat euch zum Umdenken geweckt? Wir sind nicht gerade in einer guten Position und damit meine ich nicht nur unsere Gruppe, sondern das gesamte Mittelreich. Faktisch existiert unsere Reichsarmee nicht mehr. Und diese Leute hier haben eine große Armee im Vergleich. Ich bin nicht sicher, ob alle Heere der Welt in der Lage sind, den Drachen auf diese Weise aufzuhalten. Ja, selbstverständlich nicht, aber es ist ja nicht nur der Drache, sondern auch seine untoten Horden und seine Söldner. Und ihr seht doch, was die Herren Su imstande ist zu leisten. Nicht Armeen werden ihn aufhalten, wohl aber die, die auf Sumus Pfaden wandeln. Denkt ihr wirklich, dass sie oder ihr Answin in der Lage sind, unter den Drachen auszuhelfen? Nein, das denke ich nicht. Nicht mit dem Drachen, aber vielleicht mit den Umständen, die den Drachen umgeben. Richtig. Dann schlage ich vor, wir beeilen uns. Sprechen mit ihm und ziehen unsere Wege. Ich denke, das ist der Plan. Nur, was genau ist unser Weg? Ihr starrt allenthalben auf dieses Pendel, das ihr mit euch herumtragt. Das erwähnt ihr hier nicht. Und dann gehen wir. Ihr seid seltsam, Mensch, wisst ihr das? Danke, gleichfalls. Wenn ihr auf der anderen Seite des Waldes, der Schädelwaldes, wie er genannt wird, wieder nach draußen tretet und die Reichsstraße erkennt, könnt ihr sehen, wie zerstört nicht nur Wehrheim ist, sondern eben auch die Reichsstraße, auf der ihr selbst noch geritten seid. Ihr erinnert euch, zumindest diejenigen, die dabei waren, als ihr auf der Straße in Richtung Süden reiten wolltet und dann verschluckt wurde. Nachdem Mohaya euch aus den Fingern gerissen wurde, von einem riesigen Stein in der Luft zerquetscht, Blut, was gespritzt ist und dann sich der Boden öffnete und dann auch die Erzmager aus dem Boden aufgespießt und zerrissen wurde. Iseron schüttelt sich einmal, als sie die Erdspalten und Mulden erkennen kann. Hier hat man wohl auch großflächig Feuer eingesetzt, elementarreines Feuer, um dann die Sporen wegzubrennen, die immer noch so ein bisschen hier und da mal aus dem Boden herauswuchsen. Ihr könnt noch eisenhartes Blatt sehen oder Graswerk, was sich hier in eure Füße gebohrt hat. Ihr erinnert euch all wieder. Auch wenn es schon mehrere Monate her ist, aber wenn ihr jetzt hier wieder steht und seht, wie zerstört die Stadt ist, auch wenn ihr wieder Farben sehen könnt, aber kaputt ist es trotzdem. Ich blicke mich einmal besorgt nach Boltax um.
der sich vielleicht hier nicht wohlfühlt, in der Hinterlassenschaft des Magnum Opus des Schänders der Elemente. Ja, mir bricht es so halb das Herz, das zu sehen. Mendarion weint leise. Es ist tragisch. Kiaras, mach doch mal was. Der weint. Was macht man da? Ich weine ja gar nicht. Ich glaube, da kann man nicht viel machen. Es ist ein... Doch, da kann man etwas machen. Mein lieber Freund Elf. Das ist furchtbar, was wir hier sehen müssen. Und genau deshalb tun wir ja, was wir tun, dass so etwas nie wieder passiert. Ich kann euer Leid sehr gut verstehen, denn ich teile es. Sollte man nicht sehen müssen, noch sollte man es erdulden müssen. Aber wir müssen nach vorne blicken. Wir können etwas daran verbessern. Wahr? Ja. Nun. Also. Immer mit der Ruhe. Wir haben eine Aufgabe und unsere Aufgabe ist es, aus diesem verheerten Ort wieder einen blühenden Landstrich zu machen, richtig? Nein, ist es nicht. Doch. Wir müssen das Land heilen. Das... bitte... Gehen wir einfach. Und zwar schnell. Ich würde Ihnen trotzdem gerne noch ein paar beruhigende Worte mit auf den Weg geben. Heilkunde Sena, Schwert um 7. Okay. Habe mir vor deinem geistigen Auge der Straße kurz folgen, neben den Zelten, dem Wipfelmeer. Siehst du vor deinem geistigen Auge noch den toten Leichnam von Svanja Ragnarsdottir, der Gräfin von zwei Mühlen? Du siehst wieder diese Szene, wie sie auf dem Pferd neben dir ritt und dann von einer Spore getroffen zu Boden fiel, wie ihr Kopf aufplatzte und ihr Körper weiterkroch. Du denkst wieder zurück an die Szene, als du sie kennengelernt hast, beziehungsweise kurz davor, als du noch auf dem Weg nach zwei Mühlen warst und von ihrem Jungen ausgeraubt worden bist. All diese Szenen, seit Dapazien so nah und doch ist es so weit weg und so lang her, dass dies einst ein fruchtbarer Ort war. Ich bleib kurz stehen am Straßenrand, greife in den verdorrten Boden, ausgetrocknet, bar jedes Lebens, schüttle nur den Kopf, lass den Sand dann langsam zwischen meinen Fingern durchrieseln, drehe mich nochmal um zu der Spalte, erinnere mich nochmal an die Szene, wie die Erzmager gestorben ist, so viel Leid, so viel Tod. Wofür? Verdammt sollen sie alle sein. Schleudere den Rest von Sand auf den Boden und geh weiter. Ja, wenn du mit ein bisschen Wut den Sand zurückschleuderst, merkst du auch, wie der Sand so ein bisschen in deine Hand sticht und trotz dessen, dass du Handschuhe anhattest, wohl über deine Hand geschnitten ist und blutige Striemen zurücklässt. Du bekommst 2 Schadenspunkte. Aber der Sand ist immer noch giftig. Auf jeden Fall kann sich im Lager des Heeres umsehen und erblickt Skorpione. Riesige Schießanlagen, die ausgerichtet sind in Richtung Werheim. Sie mögen vielleicht nicht genau das Richtige sein für einen untoten Kaiserdrachen, aber die Zwerge, die dahinter stehen und sie bemannen, vielleicht hilft das. Vielleicht wissen Zwerge, wie man mit riesigen Skorpionen einen Drachen aus dem Himmel holt. Sieht gut aus. Nicht wahr? Ja, ich glaube nicht, dass viel hilft, aber Schaden tut's bestimmt nicht. Doch. Wir Zwerge kennen uns aus mit Kämpfen gegen Drachen. Gut. Boltax, du bekommst auf alle Fälle wohlgemeintes Zunicken von den Zwergen, die dann hinter den Ballisten stehen, den Skorpionen, auch wenn ihr dann mit Abelmirs Wagen entlang rumpelt. Sie nicken euch einfach freundlich zu, heben dann das Bier und prosten euch zu. Ja, ich würde auch eine Hand zum Gruße heben, einem vielleicht noch auf die Schulter klopfen, wenn wir vorbeigehen. Väterchen. Mein Sohn. Ah ja, wie ist die Lage hier? Gut. Wir waren leider nicht dabei, als Angmar gefallen ist, aber jetzt können wir wenigstens etwas tun.
Ich habe diese furchtbaren Geschichten gehört. Ah, oh, das dauert mein Herz immer noch. Ach, naja. Aber euch geht es soweit gut. Ihr müsst sicherlich auch viele Schrecken hier gesehen haben. Ah, er hat sich ein paar Mal erhoben, aber auf die Reichweite konnten wir nicht schießen. Ah, zu blöd auch. War wohl erst gestern, war er im Süden und hat dort nach wenigen Meilen ist er wieder gelandet. Im Süden? Ja. Aber er ist alleine, es gibt keine weiteren Drachen. Mir wurde gesagt, dass er wohl noch mit zwei anderen reisend, Vorberach und Daimerach, die sollen wohl auch da sein, aber gesehen haben wir noch keinen von ihnen. Ah, verdammtes geflügeltes Echsenfüß. Und er hat das Geflügel, er spuckt aus. Ja. Aber es freut mich zu sehen, dass hier auch fähige Zwerge am Werk sind. Da kann ich ja ganz beruhigt sein. Selbstverständlich. Normalerweise schießen wir auf, ja, wir verteilen die Bingen, verteidigen wir gegen die Orks normalerweise im Fensterkamm, aber jetzt haben wir wieder was vor. Ja, nun, wir werden sicherlich noch einiges zu tun kriegen hier, aber mit eurer Hilfe, da bin ich überzeugt, da wird das schon. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, könnt ihr ruhig mit mir sprechen, ich habe immer ein offenes Ohr dafür. Ja, danke. Wie lange bleibt ihr denn hier, Fährerchen? Oh, ich weiß noch nicht. Sicherlich auf ein oder zwei Bier. Aha, sehr gut, sehr gut. Ich habe so ein gehört. Ich glaube, Albrax lief auch vor zwei, drei Tagen hier rum. Ich weiß nicht, wo der jetzt gerade ist. Ah, das ist doch schön zu hören. Na, dann werde ich mich mal nach ihm erkundigen. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Vielleicht macht er irgendwas mit der Angroschna. Mal sehen. Ja, mal schauen. Zwinkert dir zu, als er das Wort Angroschner sagt und ja, du weißt schon Bescheid. Seine Augen leuchten. Wir können weitergehen in Richtung des großen Zeltes, was weiß neben den anderen umhersticht und auch viele Banner aufweist, vor allem die Wissraben. Gute Nachrichten, meine Freunde, gute Nachrichten. Lasst hören, ich kann gute Nachrichten gebrauchen. Albrax ist in der Nähe. Was, wirklich? Ach. Ja. Ich sag dir doch. Gut. Ja. Das sind tatsächlich mal gute Nachrichten. Nun, vor zwei Tagen oder so war er wohl hier in der Nähe. Ich denke, darauf sollten wir Ansgen auf jeden Fall ansprechen. Er wird sicherlich mehr wissen. Oh Mann, was freue ich mich, den Hochkönig wiederzusehen. Ah. Mit dem ihr nicht verwandt seid, richtig? Nein. Ja, gut. Müssen wir dann wieder lachen? Über seine Witze? Der Mann ist witzig. Natürlich, es ist ein fantastischer Witzerzähler? Ja. Genau das meinte ich. Wir werden sehen. Das Wort entfallen. Ist ja auch egal. Ja? Also. Ist es noch etwas Wichtiges, was wir vorher klären sollten, bevor wir Ansgen treffen? Schaut euch einmal etwas um mich. Wir wollen mal schauen, wo es hinzeigt. Blockiert die Blicke von den anderen. Ich glaube, ich kann nicht viel Blicke blockieren. Oh, das ist gar kein Problem, Boltax. Ich halte dich in die richtige Höhe. Ja, nachdem wir unseren kleinen Kreis gebildet haben, werde ich dann vorsichtig das Pendel herausholen und mal schwingen lassen. Ja, mach mal eine Sich-Verstecken-Probe. Erleichtere sie dir um 6.